Es ist Desk-Dough, ja. Es macht Beats. Mothergrid meldet sich heute aus Marburg und ich bin zu Gast bei Stops und Mops und mir gegenüber sitzt Matt Finke, der das Unternehmen zusammen unter anderem mit Bianca Mischinger ins Leben gerufen hat. Matt, spann uns nicht länger auf die Folter. Um was handelt es sich denn bei Desk-Dough? Desk-Dough ist das erste 100% voll digitale Lighting Fixture, was du dir vorstellen kannst, was gleichzeitig 100% organisch ist, was dir ermöglicht, einen Beam nach deinen Vorstellungen als Designer, als Operator so zu formen, wie du es haben möchtest. Okay, brechen wir es komplett mal runter. Ja? Stell dir vor, ein intelligentes Licht, ein Fixture, wie man es heutzutage nennt, ja, ist ein komplexes Bauteil mit Mechanik, mit Optik da drin und einer Lichtquelle. Das ersetzen wir durch einen digitalen Projektor. Ein digitaler Projektor ist der Maskengenerator. Er macht alles genau das, was deine Lampe vorher im Strahlengang erzeugt hat, von der Lichtquelle kommend, über Masken, Gobos, dichroethische Glasscheiben etc. Stell dir vor, diese Komponente, die Lichtquelle, ersetzen wir mit einem digitalen Projektor. Und das Desk-Dough ist die Intelligenz dahinter. Eine kleine, kompakte, wunderschöne Box, die einfach am Projektor angeschlossen wird. Und dann kreiert mir der Beamer das, was ein Moving Light auch tun würde. Formen, Farben, Größenordnungen, Bewegungen, ja, Prismen, Gobos, alles, was es in dem Bereich gibt. Das alles passiert digital. Es passiert digital in dem Projektor. Und der wiederum ist nur die reine Lichtquelle. Das, was rauskommt, ist das, wie du es dir ansonsten auch vorstellen kannst. Es hat bestimmte Limitierungen, ja. Aber es ist wunderschön, was damit möglich ist. Weil du Grenzen überwinden kannst, die dir mechanisch vorher gegeben waren. Okay, und wie genau muss ich mir das vorstellen? Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie nach Videokunst ja immer noch. Nein, Videokunst hat mit Video gar nichts zu tun. Wir trennen das absolut klar auf. Wir selber sind eine Company, also als Looplight im Kern, ja, als einer der Partner von Stops und Mops. Wir sind eingestiegen mit sehr viel Video bei uns im Gedankengut, ja. Aber wir haben dann gleich gesagt, nein, dieser Erfolg eines Desk-Doughs, der kann nur darin begründet sein, wenn wir uns absolut fokussiert daran orientieren, was ein Scheinwerfer tut. Stell es dir vor wie das Gehirn. Stell es dir vor wie den Kern einer Lampe, ja. Das, was du wirklich ansteuerst, ja, die Intelligenz. Stell dir einfach vor, alle Shapes, die du dir vorstellen kannst und die Art und Weise, wie du diese Shapes, diese Masken veränderst, wie du sie steuerst, modellierst, ja, alles das ist dir gegeben, um es mit einem Lichtpult zu tun. Wenn du das alles kombinierst, dann kommst du sehr nahe an, was ein Desk-Dough wirklich ist. Ich brauche aber ein Lichtpult, um das zu bedienen. Du kannst ein Lichtpult dafür verwenden, ja. Unser Desk-Dough versteht einfach eben DMX, ARTNET, ja, als Protokoll, als Ansprache, ja. Du kannst aber auch genauso sagen, du verwendest ein anderes Gerät, was ARTNET erzeugt, um es zu steuern, ja. Und du könntest auch in einen Standalone-Modus schalten oder in einen Lock-to-Music-Modus, der als, ja, Sound-to-Licht auch verwendbar wäre, um Beams zu erzeugen. Beides geht. Und von den Projektoren her, also geht es ab einer bestimmten Leistungsklasse los? Also macht es Sinn ab 20.000 Lumen oder brauche ich schon 40? Oder hängt es auch von, ja, der Clubgröße oder der Venuegröße ab? Die Lichtquelle ist mit Sicherheit genau der entscheidende Punkt, wo es darüber gilt zu diskutieren. Was ist möglich? Was braucht man? Ja? Was für Anforderungen stellt so eine neue Art der Lampe an diese Geräte? Aber man muss dazu sagen, es ist, wie du gerade sagst, es hat damit zu tun, wie groß ist überhaupt der Raum, den ich bespiele. Wie weit ist mein Künstler entfernt? Meine Fläche, die ich bestrahlen möchte, ja. Wie hell ist es in der Umgebung um mich herum, ja. Alles das sind entscheidende Faktoren. Und heutzutage kann man sagen, wir sind an einem Punkt angelangt, wo Projektoren Lichtstärken erreicht haben, die höher sind als das, was ein normales Fixture leisten kann, ja. Das heißt, ich habe nach oben den Raum offen, ich kann Arena damit bespielen, ich kann Stadion damit bespielen, ist überhaupt kein Problem. Ich kann aber auch runtergehen mit einem sehr kleinen Gerät und kann damit einen Club bespielen.
Und ihr setzt ja so große Erwartungen in dieses Gerät, dass dafür sogar eine eigene Firma gegründet wurde. Stops & Mops. Ja, das konnten wir am Anfang, glaube ich, auch nicht ahnen. Wir haben rumgespielt damit und haben gemerkt, dass die Konsequenz der Dinge, dass wir so unglaublich auf Fokus geblieben sind, dieses Gerät genau für das zu entwickeln, was es ist. Nicht davon abzuweichen, da nicht zu versuchen, in irgendeiner Form Video reinzumassieren, ja, sondern es ist im Endeffekt ein wirklich digitales Lighting Fixture. Und als wir gemerkt haben, dass das bei jedem, dem wir es gezeigt haben, in jeder nächsten Entwicklungsstufe wirklich wie eine Bombe eingeschlagen ist und die Leute genauso darauf abgefahren sind wie wir, weil es einfach the beauty of the beam ist, ja. Dann haben wir gesagt, Moment, wir wollen das wirklich herstellen, wir wollen das verkaufen. Aber was ist es denn überhaupt? Ist es Software? Ist es Hardware? Ja? Und dann kam die Entscheidung auch dabei zustande, es macht eigentlich Sinn, dem Anwender etwas Geschlossenes, ein fertiges Produkt an die Hand zu geben, was er sofort einsetzen kann. Und wo er sich nicht fragt, auf welchem Computer kann ich das installieren, wie funktioniert das? Und er kriegt ein Gerät, was für ihn wie eine Lampe ist. Out of the box, das funktioniert einfach. Und da wurde klar, wir müssen das entkoppeln. Looplight ist kein Hersteller. Looplight ist ein Kreativunternehmen, was bestimmte Technologien anbietet, sie als Dienstleister anzuwenden. Aber wir stellen nichts her. Und daher war klar, wir brauchen dafür eine eigene Struktur. Und das war am leichtesten zu ermöglichen, um zu sagen, wir gründen eine eigene Firma und das ist Stops & Mops. Du sagst jetzt immer wir. Wer ist denn das? Wie viel Looplight steckt denn in Stops & Mops? In Stops & Mops stecken genau 50% Looplight. Wir haben einen Partner, das ist die AV Stumpfel GmbH in Österreich. Und die AV Stumpfel ist ein familiengeführtes Unternehmen, was auch eine hohe Kompetenz hat im Bereich der Herstellung, sowie auch diese Innovationskraft, so einen Weg mitbeschreiten zu können. Ja, also Fabian und Tobias Stumpfel waren bereit, als ich ihnen die Idee präsentiert habe, zu sagen, ja, wir wollen uns hier mit engagieren, wir wollen hier mit in finanzielle Verantwortung gehen, genauso wie in operative Verantwortung. Wie wird dieses Produkt wirklich an den Markt gebracht? Wie wird es hergestellt? Ja, das heißt, die Trennung ist sehr simpel. Die AV Stumpfel GmbH ist Produktion des Desktop. Und der zweite Teil, Looplight, ist Kreation. Wir machen im Endeffekt das, was das Gehirn tut. Also wie soll es angesteuert werden, wie wird es verwendet, sowie die Programmierung der Software. Das wird eben zu großen Teilen auch innerhalb von Looplight gemacht. Und was hat es mit dem Namen auf sich? Stops & Mops? Ein schöner Reim oder steckt da noch mehr dahinter? Da steckt mehr dahinter, ja. Ein Stops ist etwas Crispes. Das ist wie ein Stopp. Es ist hart, ja. Es ist akzentuiert, ja. So wie in einem Beam ein klarer Strahl abgegrenzt wird, ja. Und der Mops, ein Mops ist etwas Weiches, etwas Kuscheliges, etwas, an dem du dich anschmiegen kannst, ja. Und es sind die Gegensätze. Es ist süß und sauer, es ist schwarz und weiß, es ist hart und weich, ja. Und das war uns wichtig, weil es sind zwei Partner in der Firma. Und deswegen auch diese Trennung halt eben sagen, der eine macht Produktion, der andere macht Kreation. Das ist genau dasselbe für uns irgendwo. Und als gewisses Mindset in der Company haben wir auch sehr früh auserkoren, denke nicht immer nur in die eine Richtung, sondern versuche komplett auch mal opposite zu sein. Versuche mal komplett es von der anderen Blickrichtung zu sehen, weil dann kriegst du eine neue Perspektive. Und das ist wirklich immer dieses A und B, diese starke Trennung, Stops & Mops. Ja, und auch im Ergebnis in den Beams kann ich ja praktisch sehr harte Kanten mit sehr weichem Licht. Genau das. Ja. Ab wann ist euch denn bewusst geworden, was das denn bedeutet? So? Von der Grundidee, glaube ich, war nicht sofort klar, was das alles in seinen Konsequenzen bedeutet. So. Du fängst an damit, halt eine Library mal aufzusetzen, um eine Echtzeit-Grafik-Umgebung zu steuern auf eine gewisse Weise. Sowas hat man ja schon in anderen Bereichen getan. Ja. Und als wir das gemacht haben, ist uns aufgefallen, beim Steuern dann irgendwann, Moment, auf einem Bildschirm betrachtet, was wir da tun, ist teilweise sehr simpel. Ja. Aber in der Konsequenz, wie du sagst, wenn mir klar wird, dass ich aus ein und derselben Optik zwei Beam-Ausgänge kreieren kann, ja, von denen einer hart und akzentuiert sein kann und der zweite komplett weich. Die beiden sich entweder vermischen können, ja, oder auch ausschließen können, ja. Und das alles gleichzeitig. Sobald du einen Schritt gegangen bist, dann spürst du erst unter deinen Füßen, was ist als nächstes möglich. Es gibt Funktionen in Desto, die sind einfach schön, die machen Beauty, ja. Und es gibt Funktionen, die sind einfach sinnvoll, weil sie vorher eben analog nicht möglich gewesen sind. Wir nennen es jetzt den Brick mittlerweile, ja. Es ist kompakt, es ist aus Aluminium, es ist aus einem vollen Block gefräst, ja. Es ist hochqualitativ, es fasst sich gut an, ja. Es hat weiche Kanten hier, es hat Kühlrippen. Es hat keine Lüfterschlitze. Es hat keine Lüfterschlitze nirgendwo, weil ich meine, es ist ein Produkt, was im Beam, also im Nebel eingesetzt wird. Wir wollen nicht, dass es Nebel einsaugt und innen drinne komplett verklebt, ja. Das heißt, es kühlt sich über das Gehäuse. Es hat ein kleines Display zum Einstellen obendrauf, ja, was ohne Strom seine Anzeige weiter angeben kann. Wir wollen nicht, dass man Gaffer draufklebt und eine 5 draufschreibt auf unser Gerät. Wir wollten das smart halten. Und das hier ist ein Desktop.